Jürgen Mimi und besonders herzliche Grüße und ein Ich liebe dich an die Susanne. Ich hab nicht gut aus, muss ich sagen. Also mir sind die Tränen gekommen, wie ich die Videobotschaft gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, ich kann dem Felix nicht beistehen. Also es ist sicher auch eine harte Zeit für ihn, auch wenn er sagt, es geht ihm gut. Ich glaube, dem Felix geht es überhaupt nicht gut. Ich glaube, dass er das mit den Tieren schon ziemlich mitnimmt. Ja, es hat schon nicht sehr lustig ausgeschaut mit den Hasen in dem kleinen Käfig. Du hast gestern geredet von großen Gehege und Freilauf ja. Und so. Wir haben sehr wohl sehr große Gehege. Da oben, wo dieses Gehege ist, das ist das Aufzugsgehege, das kleine Gehege, wo sie die Mutter noch brauchen. Sie kommen nach 8 Wochen dann runter in ein großes Gehege. Die paar Hasen, die kommen täglich auf die grüne Weide in einem großen Gehege. Und eigentlich wisst ihr gar nichts von mir zu Hause, nur jetzt von diesen paar Wörter von ihm. Ihr wisst gar nicht, wie es bei mir zu Hause aussieht und darum finde ich nicht, dass ihr irgendwelches Urteil überhaupt abgeben könnt. Ich glaube, sie ist auch gar nicht mehr diskussionsbereit, habe ich das Gefühl, und sie will einfach nichts mehr davon hören, dass es auch Leute gibt, die andere Tierliebhaber sind als sie jetzt. Man kann mit ihnen nicht diskutieren, weil sie nicht wissen, von was sie reden. Ich würde sagen, probiert es mal aus, dann könnt ihr vielleicht mitreden, so könnt ihr nicht mitreden. Das können wir ausprobieren, in den Käfig reinsetzen uns alle zusammen und schauen, ob das angenehm ist, das können wir gern probieren. Ich glaube nicht, dass sie das verstanden haben, was ich meine, weil wir leben in ganz anderer Welt als sie die. Und sie horchen ja gar nicht zu, sie wollen ja das eigentlich gar nicht wissen. Die Elisabeth hat nicht verstanden, wieso wir vegan sind oder was vegan heißt. Ich will es gar nicht verstehen. Es ist mir einfach schnurzegal, was die essen, was sie trinken und was andere essen und trinken. Es geht mich nichts an. Also ich glaube, ihr wisst nicht recht, von was ihr spricht. Also ich glaube schon, dass wir... Susanne, jetzt rede bitte ich mal aus. Funktioniert denn das nicht? Zeig auf, ja? Nein, also, du brauchst nicht aufzeigen, nee, jetzt rede ich mal. Nein, und ich sag dir jetzt mal, dass du ein bisschen leiser reden sollst. Ja? Nein, wenn ihr ständig mir ins Wort fällt, kann ich nicht leiser reden. Schau mal. Die Susanne ist da jetzt gar nicht ins Wort gefallen. Doch. Nein. Das hat sie nicht gemerkt. Okay, redet. Nein, redet. Wenn ihr fertig seid, dann sagt es mir. Nein. Und dann rede ich aus. Wir hören jetzt dir zu. Ihr seid jetzt soweit? Ja, wir hören dir zu. Aber jetzt will ich nicht mehr. In Weibern lassen sich die Gäste die guten Fleischgerichte schmecken. Franz ist stolz darauf, sein Ritteressen auch ohne Felix Hilfe gemeistert zu haben. Endlich ist er wieder unter Gleichgesinnten, die wissen, was auf den Teller gehört. Soll ich euch das hintragen oder soll ich das da stehen lassen? Da stehen lassen. Da ist nämlich nur Kalbsbrust. Das ist meine Taschfrau geworden. Die lasst mich natürlich. Ist der Felix. Lasst mich überall sitzen, weil wir sind die Tierquäler. Und wenn man Fleisch kocht, dann stinkt es wie in einem Leichenschauhaus. Also, möchte ich mal die Meinung hören von euch. Stinkt das Fleisch wie in einem Leichenschauhaus? Ist alles gut. Ist alles gut. Freut mich. Ist nicht nett, der Sau. Da haben andere Sachen auch dabei. Super. Es gibt da 2 Salate, 3 Knödelsorten und 6 verschiedene Fleischgerichte. Also man sieht, in welcher Reihenfolge das aufsteigt. Dann nimmt man sich, was man mag. Wenn man jetzt noch eine Brücke anschaut von Gesöchten, dann isst man halt eine Brücke Gesöchts auch noch. Oder ein Brau. Oder weil ein Schnitzelblim ist. Das ist ein wenig ein Netzentane. Trotz der vorangegangenen Zwistigkeiten zwischen Elisabeth und den WG-Mitgliedern soll die Tauschfrau ihren Aufgaben am Infostand der Tierschützer nachkommen. Dann, wenn wer kommt und Fragen stellt, müsstest du dann irgendwie antworten, wieso wir vegan sind und dass du praktisch den Leuten nahelegst, irgendwie das zu überdenken, ob sie wirklich Fleisch essen wollen, ob sie wirklich verantwortlich sein wollen für Tierleid. Ich finde, Felix hat ja gemeint, er würde auch meine Aufgaben zu Hause nicht übernehmen. Warum soll ich dann jetzt am Infostand, für was ich nicht überzeugt bin, dann reden? Ich finde es ein bisschen nicht so gut für Elisabeth, dass sie jetzt abspringt und nicht mitmachen möchte. Ich bin nicht überzeugt, dass das richtig ist, was sie machen. Prinzipiell bin ich kein Weltuntergang, weil ich kann ja auch auf ihre Mithilfe verzichten. Also habe ich eigentlich nichts mehr vor, was mit ihnen zusammenhängt. Na gut, wir arbeiten jetzt weiter. Schön. Und jetzt habe ich endlich mal Zeit für Wien und kann mir das mal in Kürze ansehen.
Während die Studenten gegen Tierausbeutung kämpfen, protestiert die Bäuerin gegen ihre WG-Kollegen, indem sie zielstrebig zu den Ferkelpferden geht. Sie ist davon überzeugt, dass es den Tieren gut geht und pfeift auf das Geschwafel ihrer Tauschfamilie. Elisabeth beschließt, durch die Innenstadt zu spazieren und Wien endlich in vollen Zügen zu genießen. Ein neuer Tag in Oberösterreich. Während Tauschmama Felix die Seele baumeln lässt und in Gedanken bei seiner Freundin Susanne ist, fühlt sich Franz alleingelassen. Er sieht nicht ein, dass er alles alleine machen muss. Solch eine Faulheit ist er von Gattin Elisabeth nicht gewöhnt. Jetzt sag es einmal, das kommt nämlich ja auch noch, weil im Stall hilft er mir eher schon nicht. Geh, Felix! Hast du gerufen? Kommst du mal, komm mal schnell. Felix! Indem dass du mir schon in den Stall bei den Arbeiten nicht hilfst, hast du mir zwar zuerst beim Kreinfutter holen geholfen, kannst du das jetzt da aufräumen? Ja, selbstverständlich. Du, weißt, die Glasel sind die richtigen Glasel, Haferl gehören da hin, beziehungsweise das schmutzige Geschirr gehört dann in die Kühlkammer wieder zum Geschirrspüler. Ja. Und dann auch den Junk alles sauber abwischen. Als mich der Franz reingebeten hat ins Haus und mir die Aufgaben aufgetragen hat, ist mir bewusst geworden, dass der Franz ja ein Mensch ist, der von früh bis spät arbeitet und aber gleichzeitig auch ein Mensch, der gerne ein bisschen herumkommandiert. Oh, er verbringt da eigentlich eine Urlaubswoche. Ich hoffe, dass die Elisabeth, also dass der da unten genauso gut geht, wie es dem Felix da geht. Tausche Familie. Ja, endlich einmal auf, die Tiere zu vermenschlichen. Ist euch du das Gesetz, oder was? Nein, das ist das Gesetz. Komm, ist erschlagen. Oh. Wenn ich zuschlagen würde, würde sie K.O. gehen. Und das ist der Besagte, von dem ich eigentlich geredet habe. Wahnsinn. In meinen Augen sind sie ein Gesindel und möchten die Welt verbessern. Rühr mich nicht an, ihr seid sowas von weltfremd. Bin froh, wenn ich mit deinem Gesindel nichts mehr zu tun habe, wenn ich es nicht mehr zu sehen kriege. Du glaubst, dass das rauskommt jetzt. Aussehen, weil ich lasse mir nicht von euch die Trost auch noch deppert machen. In Wien ist die Stimmung seit Felix Videobotschaft auf dem Tiefpunkt. Susanne lässt die Haltung der Hasen auf Elisabeths Hof keine Ruhe und spricht das brisante Thema noch einmal an. Ich habe viel über die Videobotschaft nachgedacht und eben das, was der Felix uns gezeigt und gesagt hat. Und ich wollte dich dann nochmal fragen wegen den Hasen, weil du hast ja gesagt, die sind schon draußen und haben große Gehege. Hört endlich einmal auf, die Tiere zu vermenschlichen. Ganz einfach. Wir sind Tiere. Ihr macht es ständig, dass ihr die Tiere vermenschlicht. Es gibt in der Biologie und ich möchte jetzt bitte in Ruhe frühstücken, sonst gehe ich von diesem Tisch und ihr könnt alleine weiter diskutieren. Und sie will uns nicht anhören, das finde ich echt schade, weil ich hätte mir schon gewünscht, dass wir in der Woche mehr dazu kommen, über solche Themen zu reden. Sie haben so ein Weltbild, dass das zum realistischen Leben überhaupt nicht passt. Du sagst, bei euch am Betrieb ist alles so positiv und also nur dieser Ausschnitt ist gezeigt von der eine, der einen negativen Punkt darstellt, den du hier zugibst. Und das andere ist toll. Willst du uns das andere zeigen? Also du sagst, du kannst es nicht herholen. Ihr könnt gerne zu mir mitkommen und euch das andere ansehen. Ja, bevor wir da jetzt den ganzen Tag wieder über das ganze Thema theoretisch diskutieren, fahren wir doch heute hin, oder? Ja, von mir aus gern. Ja. Susanne? Ja, dann sehen wir jetzt mit dem Felix. Das habe ich mir gedacht. Oh. Na Gott sei Dank, endlich kann ich mal beweisen, dass wir keine Tierschlechter und Mörder sind und Tiermisshandler. Und ja, ich hoffe, ich kann es zu Hause besser beweisen als sie hier. Die Elisabeth glaubt, sie kann uns jetzt davon überzeugen, dass eh alles passt, dass eh alles super ist und dass es eh okay ist, irgendwie Tiere zu schlachten. Ich befürchte schon, dass die Elisabeth sich zu viel von uns erwartet. Ich bin gefasst darauf, dass wir da noch einiges entdecken werden. Geht nach Hause. Ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt beweisen kann, dass es meinen Tieren gut geht.
Kann Tauschfrau Elisabeth ihre WG-Kollegen Jürgen, Mimi und Susanne wirklich davon überzeugen, dass es ihren Pferden, Ziegen und Hasen an nichts fehlt? Oder erwartet sich die Bäuerin von den militanten Veganern nicht doch ein bisschen zu viel Verständnis? Mit einem Tierschutzgesetzbuch im Gepäck macht man sich auf den Weg nach Oberösterreich. Dort wissen freilich weder Bauer Franz noch Tauschmann Felix von dem Überraschungsbesuch aus Wien. Susanne! Hallo Susanne! Als ich den Felix gesehen habe, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich war natürlich sehr überrascht, dass die drei WG-Bewohnerinnen und Bewohner und Elisabeth da herkommen. Warte bitte! Hey, grüß dich! Grüß dich! Ich bin sehr froh, dass die Elisabeth wieder da ist. Jetzt nimmt der Alltag hoffentlich wieder seinen Lauf. Ihr fragt euch sicher, wieso wir jetzt schon da sind. Es ist nämlich so, dass wir nach der Videobotschaft von dir mit der Elisabeth ein bisschen diskutiert haben. Und eben über die Zustände hier. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nur im Fernsehen praktisch diese Größe gesehen, dieser Box, und dass da 8 Hasen drinnen sind, hast du erwähnt. Aber ich weiß nicht, kennst du das Tierschutzgesetz, das neue, das seit 01.01.2005 in Kraft ist? Ich kenne die Gesetze, ja. Also dann musst du ja wissen, wie viel Platz diese Hasen haben müssten. Das will ich gar nicht wissen. Ich weiß, dass es ihnen gut geht, dass der Platz groß genug ist und dass nur dazu die Hasen ja die ganze Zeit, wo wir wieder rauskommen, dass es nur über die Nacht wieder... Das kann ich bezeugen, dass die Hasen nicht die ganze Zeit rauskommen. Du hast ja einen Vogel! Hol mich fix Sakrament noch einmal! Die Viere wirken auf mich, wir waren's. Prinzipiell einmal gegen alles bauen, wie ich es eh vorher schon Felix gesagt habe, nichts selber ausprobieren, nichts erkennen, aber die Paragraphen, da nehmen wir ein Büchlein bei aus, wenn ich wissen es eh nichts. Ich bin mir hundertprozentig sicher und ich glaube, das wissen wir beide, dass du ein überaus fleißiger Mann bist, aber manchmal muss man halt, wenn man da insbesondere auch mit anderen zusammenarbeitet, auch ein bisschen schauen, wie man an andere Leute herangeht. Weil ich habe von dir in der ganzen Woche kein einziges Lob gehört und ich habe sicher auch gewisse Sachen richtig gemacht. Und du müsstest vielleicht auch ein bisschen darauf achten, insbesondere wenn wer neu ist oder auch bei Leuten, die du schon länger kennst, dass du nicht nur die negativen Seiten siehst und nicht immer nur sagst, das ist zu wenig und dann die Leute noch ein bisschen antreibst. Elisabeth, bist du vielleicht also deswegen auch aufs Arbeitsmarktservice in Wien gegangen, weil du vielleicht auch ein bisschen deswegen unzufrieden bist mit deiner Arbeit hier, weil du nie gelobt wirst oder weil dir nie zugesprochen wird? Nein, meine liebe Susanne, ich bin aufs Arbeitsmarktservice gegangen und das habe ich auch in Gespräch öfters gesagt, dass bei uns jetzt die Saison vorbei ist und ich habe das auch mitgenommen. Franz weiß auch Bescheid, weil ich habe auch hier in Christkirchen schon am Arbeitsamt gewesen bin und dass ich einen Saisonjob möchte. Und das ist für mich ganz was Optimales gewesen, Wien, wo ganz andere Arbeitsstellen reinkommen, als was hier reinkommen in unseren kleinen Gemeinde. Aber ist es nicht wirklich so, dass du sowieso unglücklich bist da ein bisschen und eh gleich gesagt hast, Land ganz am Anfang, du willst nach Wien ziehen und überhaupt? Ich bin 23 Jahre hier, also verheiratet mit Franz und ich lebe seit 45 Jahren hier und es ist in Wien wunderschön, aber ich könnte mir nicht mehr vorstellen, in dieser WG zu wohnen. In Wien hat sie ganz eindeutig gesagt, dass sie weg will und zwar am liebsten sofort. Das ist der Besagte, von dem ich eigentlich geredet habe. Wahnsinn, bitte. Schlimm, wenn ich eingesperrte Tiere sehe. Das ist dasselbe, wenn ich irgendwo reinkommen würde und das sind eingesperrte Kinder. Und das kannst du mit deinem Gewissen vereinbaren? Das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren. In meinen Augen sind sie ein Gesindel und möchten die Welt verbessern, ohne dass sie Lebenserfahrung haben. Es hat sie sogar das einzuloppert, dass sie sich anschaut, wie man richtig einschaut, einspannt oder wie man es der Felix vorgeworfen hat. Das brauchen wir eh nicht mehr sehen, wenn wir das schon gesehen haben. Können wir uns das eh denken, wie er mit der Pferde auch umgeht. Ja, dann schaust du so, es aber jetzt dann an. Das ist ja der Strich dann. Mein liebes Freundin, ich schaue auf. Nein, und die anderen Hasen schauen wir uns auch an. Die was ja nie rausgekommen. Bitte. Weil auf die stellen wir sie nämlich hier. Hey, du greifst dich nicht an. Du berührst mich nicht. Du berührst mich nicht.